en el G, el cazame de fabrica el piquete, va llegando el billete, no me fijo cuánto es, ni sé cuánto me gasté, solo sé que en París como el PSG, los diamantes de Leo se ven, calladita pa' que tose. Cada día tan grande, ven el precio, voy a la.
사람 배우 정길래 마 하트 두 배도 빼 고생 파도에 사타지사 남자인데 내내 크레지 뭐야 나와 Ihr Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Wolf Fuß und Frank Buschmann freuen sich sehr, dass Sie sich heute für dieses Spiel entschieden haben. Wir sind zu Gast beim ersten Spiel dieser Rivals-Saison. Die Young Boys gegen die Juniors. Erster Auftritt hier in den Rivals und da ist ja klar, das ist so ein Spiel, das will keiner verlieren. Da willst du dich zeigen, willst ein Zeichen setzen. Das ist die Aufstellung der Young Boys. Im Tor spielt Peter Schmeichel. Frank Rijkaard steht mit Gennaro Gattuso in der Mitte. Und David Trezeguet ist im Angriff. Die Aufstellung der Juniors. Zu nachlässig, unnötiger Ballverlust. Kolumuani! Da fällt fast das Tor, aber der Pfosten ist im Weg. Ja, das war natürlich Pech, keine Frage. Frank Rijkaard. Wir erleben hier in diesem Spiel eine Premiere, der erste Auftritt bei dieser Mannschaft. Sie wollten sich noch einen richtig guten Mittelfeldmann holen, das ist jetzt gelungen. David Trezeguet! Wichtig, dass Sie hier früh das erste Tor machen. Sie setzen damit ein Zeichen, haben hier erstmal alles im Griff. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Das gibt Vorteil, gute Entscheidung, weiter diese Szene. Da ist der Schuss. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Und die Balleroberung, wichtig. Sie sind weiter hinten nach dieser Tollparade, aber sie machen natürlich eine Menge Druck. Von daher glaube ich weiter an den Ausgleich. Jetzt Pires. Sie bieten sich an. Klasse gehalten. Der Ball kommt rein. Ecke wird abgefangen, da können Sie erstmal durchatmen. Wir sehen das frühe Pressing. So kann er da nicht hingehen, ist absolut gelbwürdig. Jetzt gibt es die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Pauvin. Oh, Ballverlust. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Gute Chance. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Frank Lampard jetzt. Die Juniors verlieren den Ball. David Trezeguet. Da kann er klären, gut aufgepasst. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Das könnte die Chance werden. Die Juniors mit einem Ballverlust. Wie sie das macht. Jetzt vielleicht. Ja, enge Geschichte. Ball ist im Tor, aber das ist abseits. Fahne ging sofort hoch und ich glaube, das ist auch die korrekte Entscheidung, auch wenn sie es erstmal nicht fassen können. Maxence Caqueret. Da haben wir Thauvin. Das macht er sehr gut. Selma Bakker. Platz auf dem Flügel für die Young Boys. Aber dann verlieren sie den Ball. Damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Und nun ein Schuss. Er passt auf und wirft sich in den Schuss.
Damit sind sie also nicht durchgekommen. Tovar. Guter Pass jetzt. Und dann verlieren sie den Ball. Der Angriff bringt also nichts ein. Florian Thauvin. Ball in den Rückraum. Der ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment an den Torhüter. Schießt er ihn rein. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Könnte den Konter geben. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Oh, da wären Sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Kurz vor der Pause sind die Gastgeber hier knapp in Führung. Sie machen ein gutes Spiel, sehr konzentriert, sehr engagiert, haben sich... Aber ganz kurz, das könnte es sein. Ja, gut gemacht. Ball kommt rein. Oh, kein Tor. Schöner Ball. Das war eine große Chance. Diani. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Tor, da ist es. Wichtig, dass sie das machen. Jetzt sind sie hier mit zwei Treffern vorne. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Lacazette. Die Juniors verlieren hier den Ball. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Am Ball jetzt Renan Lodi. Jetzt eine Chance. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Das ist Trezeguet. Und das war das Ende der ersten 45 Minuten. Mit der klaren Führung für die Young Boys geht es hier nun weiter. Wir gehen rein in die zweite Hälfte. Ja, geht gut dazwischen. Thauvin. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Der Ball kommt. Ist es denn zu glauben? Gehalten! Pires. Die Juniors haben den Ball erobert. Klaus. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Vielleicht der Anschlusstreffer. Und sie kämpfen sich tatsächlich zurück in dieses Spiel. Noch ein Tor bis zum Unentschieden. Mit diesem Anschlusstor können die Juniors verkürzen und ich glaube, das wird noch mal richtig spannend hier. Kein guter Pass. Ball draußen, wird Einwurf geben. Robert Pires. Unheimlich wichtig, dass er da zur Stelle ist. Lampard am Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Das ist Trezeguet. Platz auf dem Flügel für die Young Boys. Pires!
Was für ein Pfund. Ball geht knapp nebens Tor. Selma Bakker. Ja, jetzt kann sie an den Ball kommen. David Trezeguet. Sie könnte über außen kommen, Platz wäre da. Boah, viel Platz jetzt. Das sieht die richtig gut aus jetzt. Sie müssen weiter aufpassen, Pfosten. Anu-Treffer in der Situation, das ärgert sie. Wenn der reingeht, dann bauen sie die Führung aus. Aber im Grunde sieht es immer noch gut aus. Alexandre Lacazette. Sie holen sich den Ball. Nun war ran. Marquinhos jetzt. Das hat er geahnt. Schönes Dribbling hier. Pass kommt gut. Er hat die Chance. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Bascha. Alexandre Lacazette. Da ist sie da. Chance für den Konter jetzt. Diani. Sie haben jetzt Platz auf Außen. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Auf dem Flügel ist Platz für die Juniors. Gebt den Ecke. Crystal Dunn. Sie holen sich den Ball und der Grund dafür ist natürlich dieses frühe Pressing. Gute Aktion jetzt. Könnte der Ausgleich sein. Klasse gemacht, stark geblockt. Gleich ist hier Schluss in diesem Spiel. Wenn sich nichts mehr tut, dann hätten sich die Gastgeber einen knappen Sieg geholt. Sieht alles gut aus. Ich glaube schon, dass sie das hier schaffen können. Oh, warte, was für eine Chance. Und jetzt haben sie es. Da ist der Ausgleich. Das ist der Wahnsinn. Was für Comeback-Qualitäten. Jetzt haben sie ausgeglichen. Entscheidung eindeutig abseits. Vielleicht die Gelegenheit für den späten Siegtreffer. Ball kommt gut nach hinten. Gut gehalten hier und damit weiter unentschieden. Ja, da passt er gut auf. Der Spielausgang damit nach wie vor völlig offen. Jetzt der Ball. Riesenjubel auf der einen Seite, Niedergeschlagenheit auf der anderen. Was für ein Tor. Und ich glaube, das war's. Marcos Llorente. Platz auf dem Flügel für die Young Boys. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch, das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Klaus. Das sieht gefährlich aus. Den müssen sie machen, wäre die Entscheidung gewesen. Aber so müssen sie weiter zittern. Jetzt heißt es nochmal volle Konzentration.
Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg geht. Das späte Tor, ja, das war natürlich entscheidend. Sie haben nie nachgelassen, sind immer dran geblieben. Immer wieder Druck, immer wieder Vorstöße. Und dafür wurden sie am Ende auch belohnt.